Ja, dat zijn we. Simon! Ja, ik ben zo lang niet meer. Zo lang niet meer in mijn stream. Stimmt. Ik zo lang niet meer. Dan heb je een Nachbar gehad. Ja, jetzt werden we dan nog een beetje versöhnlicher in een besinnliche Weihnachtszeit. Het is einfach nur, weil es Freitag ist. Ja, was stimmt. Spielen wir denn heute? Heute spielen wir SBB Andreas Meyer. Oh yes. Transport Fever 2 ist ein Spiel von Schaffhauser-Entwickler. Wie heisst es? Urban Games. Urban Games. Urban Games, genau. Oh, stimmt. Heißt Urban. Auf das bin ich noch gar nicht gekommen. Wieso? Das Urban Game. Einer heißt doch Urban. Ah! Meinst du, das ist ein Zusammenhang? Da haben wir in den Credits schauen. Urban Games, Projektli, Basil Weber, Lead Programmer, Urban Weber. Das könnte noch sein. Urban Games, wieso heisst es dann nicht Basil Games? Nein, das ist wirklich da. Einfach eins und eins kombiniert. Gut, das stimmt gar nicht. Was machen wir in diesem Spiel? In diesem Spiel, ihr seht schon, wir bauen Schiffli, wir bauen Lastwagen und wir bauen Zeug und wir bauen Flugzeuge. So weit bin ich aber noch nicht gekommen. Und zwar geht es darum, du musst Städte miteinander verbinden und mit Fabriken und so verbinden und Leute transportieren etc. etc. Lässig. Es ist wirklich lässig. Es gibt eine Kampagne. Also es ist wie so dein Märklin-Bahn-Simulator. Genau. Es gibt aber jetzt neue Kampagne, da kannst du so verschiedene Missionen machen. Die steigen wir jetzt gerade mal schnell ein. Und zwar müssen wir in Syrien, wir spielen die Deutschen. Was? In Syrien? In Syrien. Okay. Im Januar 1904. Wo langsam so ein bisschen Erdöl ein Ding wird, der syrischen Regierung helfen, Bahn zu bauen. Also der irakische, glaube ich, irgendwie so. Genau, es ist eigentlich ein Infrastruktursimulator. Genau. Du kannst Strassen bauen, du kannst Schienen bauen, aber du kannst keine Häuser bauen und keine Fabriken bauen. Also die Fabriken sind einfach Gott gegeben. Wir sehen es jetzt im Gat. Weißt du, ich habe einmal eins gespielt. Ich glaube, das erste, wo noch Train Fever geheißen hat. Jetzt mit meinem Kollegen müssen Sie zuschauen. Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Schau jetzt, also. Jetzt ist es so. Jetzt haben wir hier eine Fabrik. Die Food Factory da, die müssen wir auf Level 2 bringen. Die braucht dringend, braucht die von dieser Farm, braucht die natürlich Korn. Und die macht noch einen Brüter, den wir wieder hier anbringen müssen. Jetzt, wie können wir das machen? Jetzt können wir entweder den Lastwagen bauen. Das geht halt einfach mega langsam. Das Zeichen ist das, was Sie brauchen oder das, was Sie haben? Das ist das, was sie brauchen, was sie geben. Und sie geben? Das ist das, was sie rauslösen. Und da ist das, siehst du, die brauchen. Der braucht das. Okay. Jetzt können wir da natürlich, ich habe jetzt Pause gemacht, damit die Zeit nicht weitergeht. Jetzt haben wir zwei Farmen. Ja. Wir können jetzt, die Farm ist da zum Beispiel eigentlich noch schön auf, an der Straße gelegen, will ich aber nicht. Wir Think Big ist jetzt das Thema. Aber die Strasse, die hat ja jetzt schon Verbindung. Du könntest jetzt einfach die breiter machen oder so. Oder ja, ich kann sie auch einfach vergrößern, aber ich habe jetzt einfach keinen Bock auf das, sondern ich will da nicht klotzen, kleckern. Jetzt machen wir ein Ding. Kann ich aufpassen? Spielen wir Kampagne oder irgendetwas? Das ist Kampagne. Das ist Kampagne in Syrien. Jetzt bauen wir da den Bahnhof da mal bauen, oder? Der braucht zwar, der braucht da Verbindung an die Strasse an. Das ist ein Kopfbahnhof. Ich habe ja auch einen Kollegen, der irgendwie an der LAN-Party hat den Code bekommen, um es zu testen. Yeah. Und er hat schon überlegt, ob er gehen soll. Nein! Ich glaube, das hätte ich nicht mehr gebraucht. Nein. Wenn wir noch ein bisschen mehr CS gespielt hätten, wäre er gegangen. Jetzt haben wir mal einen Bahnhof. Der bringt jetzt da quasi, der ist für mich da fürs Korn, oder? Ja. Dann mache ich einen Bahnhof da. Der braucht jetzt aber nur eine Linie. Ist der Bahnhof jetzt nicht mega beschissen, wenn du den einfach so quer anstellst? So im Winkel? Das nicht? Das spielt keine Rolle. Weißt du, sie müssen einfach da verbunden sein irgendwie. Und dann machen wir da gerade noch mal einen. So. Du bist verdammt Lütter. Du bist du eigentlich wer? Bist du die Regierung oder Privatunternehmen? Die deutsche Regierung, die deutsche Regierung? Ich glaube, die deutsche Regierung spielst du da, Das hat, geschichtlich hat das sicher einen Hintergrund, wo du mir sicher jetzt erzählen kannst, oder? Nein, kann ich nicht. Ich bin nicht immer schon Irak und ich weiß doch nicht. So. Jetzt machen wir da schnell. Also das ist warum jetzt, braucht es jetzt eigentlich überhaupt so viele Bahnhöfe? Was weißt du? Ja, ich will ja natürlich nicht irgendwie. Also. Bumm. Ich will ja einfach einen Zug pro Strecke. Ein Zug bringt nur von da Korn da an und der andere bringt Korn von da an. Ah. Und die fahren nur hin und her. Aha. Völlig überrissen, aber. Jetzt Andreas. Also am Anfang in der Kampagne ist Geld nicht so das Thema, nicht so das Problem. Nein, absolut nicht. Das klingt geil da, diese. Gell?
Ja, super. So. Das ist schon mal deutlich einfacher als im verdammten Planet Zoo, wenn ich nicht kann Strecken bauen hey, wirklich. Das hat mich wahnsinnig gemacht. So schade. Und jetzt habe ich da aber zum Beispiel gemerkt, das sind so Side-Adventures, wo du Dinge kannst machen. Side-Quests, nehmen wir das einfach mal an. Snake Reed Bushes, ja. Ja, ja, ist ja wirklich um die Schnur. So, ein Kräutchen irgendwie finden, ja. Oder was? Das ist noch lustig, dass du einfach mal nicht zuhörst. Jetzt finde ich, jetzt habe ich gemerkt, okay, ja gut, wir haben jetzt da zwei Dinge. Was wir noch machen müssen, ist, damit es nicht. Damit die Gleise. Oder, jetzt du siehst das Problem. Du wirst das Problem gerade erkennen. So, die tun wir jetzt doch schnell. Machen wir. Was soll das? So. Das sind die Punkte? Das sagt er, wie schnell das Zeug fährt. Das macht aber gar keinen Sinn. Und jetzt machen wir von der da auch noch eins da. Da. Ja. Das habe ich so nicht wählen. Hast du auf Meter schon umgestellt oder ist das noch mit. Ja, das ist einfach. Warte, jetzt der, wenn jetzt der da. Ah ja, gut. So, jetzt habe ich die auch noch verbunden, damit die einfach auch noch eine Verbindung haben, oder? Ist ja klar. Jetzt machen wir da mal schnell ein Depot. Ja, weil du kannst nicht, du musst ein Depot machen, oder? Da rollen dann all deine Zügel raus, die du machst. Voilà. In welchen Zeiten spielt das Game? Ja, jetzt ist es 1900, genau. Aber du kannst 1880. Ah, wirklich Westen bis. Wilde Westen bis irgendwie jetzt. Ja. Geil. So, jetzt geht es natürlich los. Jetzt haben wir da die Verbindung. Jetzt müssen wir zuerst mal, was wir müssen machen, ist sagen, von wo bis wo fahren die der Zug. Jetzt haben wir da die Linie 1. Das ist jetzt zum Beispiel. Ja! Brot. Nein. Was haben wir? Hafer, nein. Keine Ahnung, was wir da machen. Ja, wir transportieren jetzt Korn. Korn, Eis. Aber du weißt, Korn schreibt mit einem grossen R. Ja. Alte Jure. So. Die verbindet das da mit dem da, oder? Das ist jetzt die Linie, Korn 1. Dann machen wir Korn 2 noch. Nein, die machen wir Korn und Pilz. Aha. Das ist jetzt falsch. Scheiße. Der muss jetzt natürlich die Plattform. Das will ich gar nicht so. Ah, in Kunja wird der Plattform 2 natürlich. So, und jetzt Korn und Pilz verbindet. Das da mit dem da. Siehst du jetzt, das sind unsere zwei Linien. Oder? Also der bringt jetzt einfach sein. Der bringt immer Korn da an, der bringt immer Korn da an und die machen Brot draus. Ah, links so. Ist das, was er braucht und rechts ist das. Genau. Ich finde, jeder farblich ein bisschen anders können sein. So sieht es für mich aus, als würden beide das produzieren. Ja, ja, das weiss man dann schnell. Das weiss man. Ah, die Zeug sind geil aus. Jetzt baust du, jetzt kaufen wir uns da den 1000 Kilowatt TÜV natürlich. Sick. Und ich muss schon schauen, weil ich Du musst auch immer schauen, was das könnte transportieren könnte. Das ist so, das habe ich schon massiv verkauft. Gottverdeli, wieso transportiert er das nicht? Personenwagen! Wieso kann der nicht den verdammten Hafer einladen? So. Jetzt nehmen wir uns da gerade mal schnell. Ja, ja, ein 100 Meter, 200 Meter Zeug, oder? Weg. Jetzt musst du diesen Zeug natürlich zuweisen: Korn 1 und dann am anderen Korn 2. Und jetzt fahren die auf dieser Linie. Jetzt merke ich aber, ja, Kopf, die nochmal, die müssen ja da in ein Brot haben, oder? Mhm. Was wir jetzt machen, ist, jetzt machen wir eine Busstation, hörst du? Dann wir zuerst mal schnell. Jetzt machen wir zuerst ein bisschen Entwicklungsarbeit. Machen wir da schnell die Straße ein bisschen grösser. Da. Und ah, da kannst du einfach. Naja. Nein, das ist. Da bin ich nicht lang gefackelt. Das ist nicht wie City Skyline, wo ja. Jetzt schon das Chaos hättest. Das ist nicht wie der Stadt Zürich, wo man alles muss hundertfach bewilligen und so. Da werden jetzt eine dreispurige Straße noch gebaut auf mein Geheiß! Sechs! So, jetzt machen wir da schnell. Und jetzt musst du schauen, oder? Die wollen natürlich. Eregil will natürlich auch Brot, oder? Ja, logisch. Das ist klar, die wollen natürlich auch Brot. Dann machen wir da noch ganz schnell. Wenn du das nicht machst, ist egal, die fahren ja über die vorhandenen Strassen einfach dann langsam hin, nehme ich an, oder? Ja, ja, genau. Ja. Es geht aber jetzt einfach, wir haben ja noch gar keine Verbindung. Jetzt wollen wir die aber ja sowieso noch mit Brot versorgen. Das heisst, du musst das selber wieder machen. Du musst eine Truckstation machen. Mm. Und die muss natürlich. Kannst du jetzt aber auch einfach sagen, sie sollen dort auch noch hinfahren? Von dort oben. Oder nicht? Zeug!
Nein, die Büsse oder was auch immer. Ja, im Moment. Ja, das kannst du sagen, aber im Moment haben wir noch gar keine Büsse. Das ist das Problem. Jetzt haben wir hier die Truckstation, da, die tun wir jetzt einfach so da hin. Wir haben dann noch ein paar Häuser abgerissen. Es ist echt geil, dass du nicht musst, die Häuser und so bauen. Das ist echt auch mal lässig. Das ist auch mal easy, ja. Wird das grösser eigentlich? Wächst das? Ja, wächst. Ah. Ja. Ja, du siehst es nachher. Ah, es ist wirklich noch geil gemacht. Jetzt müssen wir von da... Er muss einfach... Die Truckstation muss einfach im... Siehst, wenn es leuchtet, dann holt er Brot. Ah. Jetzt holt er Käme, jetzt holt er Brot. Genau. So, dann machen wir die da, das ist die eine Verbindung. Und die andere ist dann da. Die ist dann von da. Das heisst, die Trucks holen dort Zeug, fahren noch dort weiter. Ja, okay. Also, du sagst immer, wo das Trucks durchfahren. Da haben wir jetzt wieder abreißen, ist mir scheiße. Aber du musst deine Truckstations genug neu bauen. Ja, damit es Sinn macht. Ja. Schau, jetzt haben wir eben da, jetzt müssen wir natürlich wieder eine neue. Was müssen wir jetzt machen? Wir müssen eine neue Linie machen. Wir haben natürlich wieder keine Linie. Jetzt gibt es da die 1, das ist Brotlinie 1, oder? Brotlinie 1. Du musst schon noch viele Ideen, Sachen merken. Mega Micromanagement Scheiß eigentlich. Weil wenn du jetzt da. Oder plötzlich versiffst du dann wieder, dass du irgendeine Linie hast, die irgendwie neben die Sachen abgreift, die du gar nicht willst. Dann musst du wieder suchen, welche das jetzt das schon wieder ist. Und weil ich ja all meine Linien einfach so Scheiß nehmen gebe. So, jetzt haben wir ja das mal. Was haben wir jetzt noch nicht? Wir haben noch keinen Bus, wo wir denen Linien können zuweisen können. Das heisst, also wir brauchen... Also zuerst eine Station bauen. Stationen, genau. Ja, selbstverständlich wolltest du noch einen fancy Bus kaufen, oder? Genau, jetzt willst du noch einen fancy Bus. Also gut, das Bus, sind wir da im Moment... Bus, wir fahren glaube, Bus. Das sind aber, glaube ich, einfach Kutschen. 1900. Ja. Wo ist Brotkutsche? Ja, das ist eine Brotkutsche. Schau jetzt mal da so. DMG Cannstatt. Daimler Motoren, du! Hey, du! Das ist nicht mehr nichts. Kaufen wir gerade mal 10 von denen. Mindestens. Wieso haben wir noch keinen Number-Block? So wie der. Scheiße, haben wir immer noch die kleine, schissene Tastatur da unten. Dann machen wir grad, das machen wir gerade noch mal. Dann nehmen wir gerade noch mal 10. Wir haben den Kühler. Mit euch gleich. Ich gehe nochmal 10 und dann sie auf die andere Linie. Auf welche habe ich jetzt da? Du kannst auch 100, die brauche ich keinen Platz. Warte schnell. Ja, ist gut. Der baut einfach unter ihr, baut er so 10 Stockwerke, weil die dann die drin Platz haben. Ja, so. So, jetzt lassen wir da den TÜV laufen. Schau, jetzt kommt das erste Zeug raus. Ganz lässig. Kannst du da mitfahren, wenn du das willst? Ganz lässig. Ja. Ist das maximale Details pimpt? Ja, gut. Tempo hat er drauf dazu. Ich habe es natürlich auf dreifache Geschwindigkeit, Normalgeschwindigkeit. So. Ich denke, der ist jetzt da so. Schau, da sind jetzt alle unsere Kutschen, die da, alle unsere Lastwagen, die da aus. Das floriert! Schau, das floriert. Schau mal das an! So. Und jetzt ist natürlich das Ding, der hat jetzt noch nichts geladen, weil er natürlich gar nicht laden kann. Jetzt sagen wir da eben noch. Was wir jetzt so sagen, der Linie ist, er soll, und da kommt eben das ganze Micromanagement-Zeug, er soll, wenn er in. Das Glück kann ich dir Regli den Code geben. Ja. Wenn er in Regel ist, soll er voll laden, immer. Das bringt nichts, wenn er einfach nur halb voll dann irgendwie da losfährt. Und dasselbe sagen wir dem, bekommen ja, dann soll er einfach immer, sobald er voll ist, mit Korn fahrt er los. Das ist jetzt wahrscheinlich dann schnell der Fall. Die Fabrik, die liefert unendlich. Ja, liefert unendlich. Siehst du, jetzt, da wartet er jetzt. Ja. Es füllt ihn da zwar, aber er wartet, weil das ist sonst eigentlich ein Brunz. Ja, klar. Bei den Lastwagen macht es jetzt eine Rolle. Ich finde, die können wir einfach da einladen. So, und jetzt geht es natürlich darum, dass die Fabrik da wächst. Im Moment hat sie noch ein bisschen Mühe mit Produzieren, weil sie noch kein Korn hat. Aber die Uhr ein bisschen waren jetzt nur von dort nach dort. Aber wie bekommen sie es denn? Nach da. Das Brot? Ja. Ah, das ist einfach. Magisch. Magisch. Ah, okay. Magisch. Ja, ja. Das ist ein bisschen. Ja, nur ich finde es einfach. Alle anderen Scheiß musst du auch irgendwie. Musst mega. Ja, aber du könntest aber nicht auch den ganz da außen machen. Es wird trotzdem laden. Es muss einfach wie so im Einflussbereich drin sein. Irgendwie muss es ja machen. Der holt es zu Fuß. Ja, voll. Fuss. Wirklich. So, der sollte jetzt da eigentlich den Produktionsstuff langsam an. Schau jetzt da. Ja, ganz lässig. Shipment. Ja, jetzt geht es da richtig los. Jetzt transportiert er da. Jetzt hat er gesehen, er hat da 38 Weizen. Consumption. Das Level schlecht. Und es ist am Anfang eben meistens so von diesen Szenarien, musst du einfach mal ein bisschen warten, bis der Huren TÜV da läuft. Dann kannst du eben das Zeug da machen.
da musst du jetzt irgendwelche Bushweed suchen, und ich irgendwie noch nie. Ich habe es irgendwie nicht gefunden. Oh, wirklich? Wie geil! Ja, es ist schon herzig. Solche Wo ist Walter? Wo ist Walter? Hat es viel. Und es ist noch. Also weißt Das ist schon geil! Nie gefunden. Aber ja, die Nebenmissionen sind ja geil, weil sie beschäftigen sich während da hinten dran irgendwie. Snake. Ist nicht eins von diesen Bäumen? Mhm. Sind einfach eins? Nein, ich weiß auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo sie sind. Sie sind auch exakt zwischen 220 und 230 Meter. Ja, rechts. Ja, ja, es ist ein bisschen, wir sind ein bisschen drüber, aber es spielt nicht so eine Rolle. Hä? Wo siehst du die Angabe? Ah, einfach, das ist der Bereich da. Ja, ja, das ist nur der Bereich. Absolut keine Ahnung. So, und jetzt können wir aber, ja gut, ich komme nicht raus. Also, was wir, unser Ziel ist, glaube ich, einfach die zwei Städte zu verbinden. Also da müssen wir irgendeine Linie durch den Canyon durchmachen. Ja. Schlussendlich da können wir aber noch neu bauen, Aleppo und Adana. Oder einfach dazwischen rein können wir neu bauen. Irgendwann müssen wir dann mit Aleppo noch irgendetwas machen. Meinst du, haben sie da echt die, so da ungefähr die Position auf diesen Ortschaften? Ja, ja, also mit plus geografischen. Plus, minus. Ja. Ich hätte schon erwartet, dass du das noch erforschen kannst. Kurz alte Karten in der Stadtbibliothek gehst du auslesen. Schau jetzt. Level wird jetzt ein Gleichstieg. Transport, ich weiss übrigens gar nicht so genau, was das Zeug da heisst. Aber easy. Hauptsache es geht hoch. Solange es hoch geht, ist gut. Wie viel das jetzt da, genau. Noch meine Konsole. Ah, da noch Aleppo und Western Desert Tribe. Wo ist denn der? Oh, ja, genau. Ah, der wird da vielleicht da. Ah, ja. Er will auch noch mitspielen. Dann noch ja, das ist gut, das ganz lässige Brot, das du da machst. Du hast natürlich gar keinen Gegner. Es gibt auch keinen Multiplayer und du hast nicht. Also, weißt du, das ist so bei Railroad Tycoon und so, hast du ja noch andere Railroad Companies gehabt. Yep. Und das hast du da nicht. Du baust eigentlich als Monopolist. Du bist wirklich ein bisschen die SBB. Kannst du ihm auch wirklich alles verkacken. Ja. SBB minus die Europa-Allee und sonstige teuren Immobilien. Okay. Kommen vielleicht noch. Kommen vielleicht später. Später Kampagne. Aber die SBB, die kannst du ja, nehme ich an, auch bauen, die Züge zu, oder? Ich nehme es an, ja ich glaube. Ich glaub, das ist ja ein Schweizer Ding, eben. Ja. Ich bin eben wirklich noch nicht so weit gekommen. Wir können nachher schnell schauen, wenn wir einen Freeplay-Modus machen. Ich wollte wirklich eine Kampagne grinden. Logisch. Und dann nachher haben wir auch noch ein bisschen Map-Editor verloren. Da gibt es noch eine kleine Überraschung nachher für dich. Und zwar habe ich probiert, die Region Zürich sehr. Ich sehe das. Sehr wahrheitsgetreu nachzubauen. Es ist etwas. Das Level haben wir dann da. Schau jetzt, wie da die Huren Ding läuft. Die Töff läuft. Und irgendwann sind natürlich dann irgendwann deine höheren Locken durch und du musst sie ersetzen. Und so. Aber Köln ist irgendwie etwas. Das siehst du am Anfang, das ist auch das Ding, du musst zuerst einfach mal investieren. Machst du einfach immer Minus. Ja, jetzt hast du easy 25 Millionen durchgelassen. Ja. Ja, logisch. Ich natürlich auch völlig unsinnige. Wenn man es hätte, dann hätte man es. Unsinnige Huren! Schau mal die Bahnhof. Thanks to your help with the greenhouse. Also, the Sultan has collected many hands will be needed to conquer build this a rail bit to bring workers from Konya to Eregil und Aleppo to Adana. Best thing would be to hire enough people on both sides of the mountains. Ganz Konya nach Eregil. So, jetzt machen wir da reine Personenumfahrung. Mhm. Jetzt, Achtung. Klingt aber richtig. Ein repräsentativer Passagierbahnhof. Logisch. Das ist gerade der perfekte Ort. Das wird ein Doppelspurig, hä? Ja, das muss schon. Doppelspurig müssen wir schon, oder? Ich muss schon sagen. Mindestens. Und weiß einfach damit. Und jetzt können wir hier auch. Wieder doppelspurig. Völlig windschief. Macht nichts, das ist. Ja, das ist so. Das hat alles in der Richtigkeit. Das ist fein, ja, noch eine Runde. Na. So. Ach, ups. Jetzt nur bauen wegen gutem Geräusch. Ja, das ist schon sehr nett. Hast du früher mehr kleine Eisenbahnen gehabt? Nein, mein Bruder hatte mich gehabt, aber ich bin, aber einer von unseren Nachbarn hat es nicht gehabt, der ist natürlich
absoluter Märklin-Nerd. Wir haben einfach ein paar ganz... Der Trafo, weiss ich, haben wir und ein paar Schienen. Und ich habe natürlich zwei Loki. Ja, ein Lego habe ich, eine Lego-Eisenbahn. Ey, die haben wir im Fall auch mal einmal bekommen. Das ganze Zimmer haben wir mit dieser beleidigt. Schuere geil gewesen. Wir haben einfach von einem Kollegen vom Brüder, glaube ich, haben wir seine alte bekommen und halt einfach wirklich mit allem Zubehör. Ja, ja. Und dann einfach eine Kiste voller von dem. Ey, das war so geil gewesen. So fett. Ich wollte die immer wollen. Und auch wirklich im Fall, wir haben sie dekoriert mit allem, was wir von Lego hatten. Ja, okay. Jede Feuerwehrstation, jede Polizeistation. Alles dort drin gesteckt haben. Und der Vater hat, glaube ich, jeden Tag, wenn er vom Arbeiten heimkam, hätte er wieder den Bahnübergang flicken, weil irgendein Licht nicht gegangen ist. Das war super. Ganz geil. Ja, die Hälfte der Zeit ist sie nicht gefahren, aber es ist so ja, gut. Ja, die hat auch immer so einen Geruch abgegeben, so einen Stromgeruch. Weißt du das noch? Das hat so, so weird, komisch geschmeckt. So Spass gemacht, mit diesen Zügeln. Das war ja, grossartig. Richtig gut gewesen. Ja. So. Also was wir jetzt natürlich da wieder mitmachen, ist nochmal ein Bahndepot. Wie viel haben wir? Ja, wir haben nur 50 Millionen. Ja, easy. 50 Millionen nach da. Ja. Kannst du Prinz Markus von Anhalt auf Instagram, der ist ganz gut. Was würdet ihr machen? 50 Millionen. Selbstverständlich kenne ich den nicht. Natürlich kennst du den. So, jetzt müssen wir natürlich was wir machen. Wir müssen wieder zwei Linien machen. Und zwar einmal machen wir eine plus, machen wir von da. Oh, 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 oh. No. New Line Cinema. Ja. Eric Gilbranch nach Lower Konya. 1 und 2. Das ist echt schon noch weird, dass du jetzt musst sagen, dass die Verbindung auch eine Verbindung ist. Wieso meinst du? Ja, ja. Mal, weil du kannst nachher, ich meine, wenn du da irgendwie einen Bus machst, ich zeig das nachher, nachher machen wir ein bisschen Scheißdreck im Free-to-Play. Dann machen wir einen Busverbindung von der Hölle. So. Ja, das muss ja alles seine Richtigkeit nein, haben. Das ist also ein Vorbild. Jetzt kaufen wir uns da noch schnell. SBB ist ein Fleissig, um Notizen machen. Der Andreas Meyer. So, ich sehe das so. Er hat da, Passenger Car for the Sultan. Ja, den hat das aber nicht. Wir kennen da ein Compartment. Was ist das da? Wir können da rein. 14, 17, da kommt 20. Ja, von der Sultan. Ja, das ist gleich, nein. Das finde ich nicht das. So. Der Zug ist etwa so lang, dass eigentlich die Leute müssen einfach durch den Waggon laufen, weil er gar nicht fahren kann. Schau, 9 Mille. 9 Mille, du! So. Da baust du immer ein eigenes Casino mit Blackjack und Nutten. So. Kauf mir ganz lässig. Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Ja, das kann nicht sein. 20 Millionen! Der hat gar nicht so viel Einwander! Das ist ja, eine Linie, die wir jeden, da machen. Der hat einfach jeder ein Abteil für sich. Ja. So eine Wege. Das hätte die ganze Lebzeit nie so einen langen Zug gegeben. Ja, der wartet, dass er da noch... Vor allem gerade zwei nacheinander, weil ich meine, das ist das Ding, die sind so busy, die Leute, die dort wohnen. Korrekt, Aleppo, wenn wir da hin bringen, wirkt das gut. Ja, dann müssen wir jetzt da unten machen. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. Lange Tag die 30 Millionen hat, um die zwei Städte verbinden. Für die gibt es einfach nur noch so eine Einbahn mit so einem kleinen. Also komm. Nein, das geht nicht. Weißt du, für so einen kleinen Wagen, den man so muss selber angeben muss, wie lange jetzt noch? Ich meine, sorry, diese fünf Häuschen dort, also... Ja, die haben rum. Wie bei Lucky Luke, mal sagen... Ach, die wollen auch noch Brot! So einen verdammten Pumpwagen. Du kannst meine Scheiße fressen! Ah, ich habe aus Versehen wieder einen Zweier gemacht. Scheiße, ich nicht wollen. Garantiert teuer gesehen, der Schiessen und den Neubau. Oder man tun sie einfach... Ah nein, man muss einen Zug machen. Das Ende ist wirklich auch noch geil, muss ich sagen. Muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich ehrlich, geil. Ehrlich sagen. Dann machen wir nur 110, machen wir nur 120 Meter. So. Aleppo. Adana. Wo Ende, ja. Ja, ich baue da noch Straße dazwischen. Komm. Macht sonst keinen Sinn. Da. Boulevard. Schon geil. So.
Building, Building. So, und jetzt tun wir das da. Build a Building! Ja, jetzt kannst du da nicht bauen. Was macht er jetzt da für eine Brücke? Gar keine Brücke zu machen. Vielleicht steht ein Hügel dazwischen, oder? Also, das Zitat, wo man beim Transportfieber kann sagen kann, aber auch als Chef. Du siehst, das ist wirklich ein Bruch. Ja, ja, der hat einen Bruch gemacht. Ja, ein Bruch. Ah, geil! Zitat, wo man beim Transportfieber kann sagen kann, aber auch wenn man Chef ist. Was macht jetzt der Bruch? Der hat gar keine Bruch zu machen. Hm? Ein Witz verkehrt. Kann man hinten auf eine Packung drücken. So, jetzt tun wir da schnell nochmal da. Und dann nochmal die Tracks raus. Ist auch Kampagne gleichzeitig. Sachen, die man bei Transport Fever kann sagen, aber auch im Ausgang, ich mache noch eine neue Linie. So. Für so. 90 Mille! Du 90 Mille, du! 26 Mille! Ja, da haben wir halt. Ja. Schange haben. Auch dort machst du auch mehr spurig. So. Treffen wir uns dann nochmal gerade, machen wir gerade nochmal so einen. Hey, da. Das ganze Spiel einfach irgendwie ein Decknamen für einen verdammten Drogensimulator. So! Jetzt kann das anfangen. Jetzt kann es anfangen. Jetzt fängt der Töff aber richtig an. Habe ich da noch irgendein Problem? Nein? Nein, tipptopp. So, bring Workers. Dummerweise. Ja. Aha. Aha, der macht nichts dort. He. Das sind noch die Cargos. Haben wir da überhaupt keine Workers? Das ist natürlich das Problem, dass wir da vielleicht mal noch die Buslinien aufziehen müssen, weil noch gerade die von da kommen. Ja, ja, komm, dann machen wir noch schnell einen kleinen Bus. Machen wir ein kleines Bus-Ding. Bus, Bus, wir fahren Bus! So, schau jetzt. Und jetzt kommt eben das mit der Buslinie. Dort Earnings steht minus 14 Millionen und du hast noch 15 Millionen. Ah ja, das ist fein. Das ist fein. So. Machen wir dann das Best Depot. Aha. Das sind Busstops. Und dann machen wir da, machen wir jetzt aber gerade noch schnell hurtig schwingen da. Gerade einen Bus, richtig so eine Busplattform 1. Baden-Ost machen wir da. So. Beste Busdepot ever. So, jetzt haben wir da noch das Busdepot. Achtung. Und dann geht's leider. Tipptopp. Jetzt können wir da. Aha, jetzt müssen wir natürlich wieder eine Linie machen, ist klar. Ja, ist klar. Habe ich gewusst. Jetzt machen wir von da. Ist nicht so, dass ich die halbe Zeit nicht checke, was da, passiert. Nach da. Schau, jetzt gibt es da einen richtigen. Einen richtigen Bus. Ah! Schau, jetzt eine Busfahrt. Schau mal das, was macht der da? Ja, gut. Ist einfach dort hinten. Ja, die musst du auch, das ist ja, richtig. Dann könnt ihr meinen Vorhang halten, so weit kommt es noch. Nein, komm, jetzt tun wir das mal alles weg. Wir tun mal alles weg. Ich mache jetzt da diverse Buslinien an. Jetzt gehen wir richtig deep da. Ja, jetzt. Jetzt gibt es da... Achtung, Linie 1. Ich gehe von da, holt dann da Leute und geht dann da hinten und macht dann so... Ja, das kann ja, das ist da, klar. Den geht dann schnell holen. Das ist klar. Oh, der ist auf der falschen Seite. Ja, das ist es. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Na, logisch, würde ich auch so machen. Das ist die Linie, das ist Linie 1. Dann machen wir 0-1 Cinema. Aha. Ich gehe von da, geht der da, machen wir da. Das kommt das effizienteste Buslinien-Netz, das je gibt. Absolut. VBZ lässt grüßen. So. So. Okay, das gesamte Netzstrecke hier wird dann bitte mal 2.500 Franken im Jahr. So, was ist das? Ist das Tram? Ganz lästig, das ist irgendwie so ein Maroni-Tram. Passenger. Ist das aber ein heißt das, ist das wie Obesity? Ist das ein übergewichtiges Tram? Steambus! Das ist ein Ferry. Steambus? Dann machen wir da 5. From Le Mans! Weißt du, Jiro? Dann auf die Linie 4 und dann machen wir. Kaufen nochmal 5 von dem. Nicht 51, 5. Deck. Der geht auf die Linie 4. So. Ah, gibt's wieder die Bösse. Schau jetzt da mit den Bössen dort hier. So. Schau jetzt, bring welches von Aleppo zu Adana. Das funktioniert schon. Ganz das funktioniert schon. Scheisse. Hey, du. Da haben wir
Das ist up and running. Ganz lässig. Up and running. Ja, ja, aber da oben, das ist noch nicht so da. Die Linie macht noch ein bisschen mehr. Bauen wir Schiff. Der hat da 98, ja. Ja, Schiff kommt mir schon. Machen wir noch eine Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft. Machen wir noch. So, jetzt haben wir noch 9 Millionen, das verballern wir jetzt gerade nochmal. Gerade nochmal in Bus. Hey, man machst du, noch, du hast nur minus 6 Millionen, das ist also schon recht fürs gemacht. Ja, das ist das. Ja, wenn man es hätte, dann hätte man es, oder? Geopreise noch ein bisschen drücken. Ja, ja. Ich weiss, das kann ich nicht. Schau, jetzt, als, ich sage jetzt, als Transportunternehmer hat man schon 1907 schwer gehabt. Als reiner Transportunternehmen, oder? Ja, das ist auch. So, jetzt, haben wir da, jetzt machen wir den Bösse. Die Bösse kommen dort hier da. Und dann er. Und dann noch eine. So, auf der Seite. So. Und dann machen wir da genau nochmal eine Linie. Die fährt von da, holt die da hin und dann geht sie da rauf. Schau jetzt wieder! Mega schön. Das ist eine sensationelle Linie. Potztausig. Das ist. Potztausig. Linie Potztausig. Sanduhrlinie heisst die. Sie sieht aus einer Sanduhr. Oh, so lässig. Lässig. So clever. Und jetzt, weil wir aber ja eigentlich da schon das Depot haben, ja. Kaufen wir die Bässe trotzdem da, in diesem Depot. 5. Damit die nicht abfallen. Dann müsste die ganze hure Scheißstrecke da überall da überfahren. Ah, du hast 4 Abend, gut, und um den Bus abstellen fahrst du schon 5 Stunden. 3 Tage. Schau mal die schnellen Rösschen. Ja, gibt's mir das an. Lässig da, schau sie da. Ich habe jetzt Rösschen genommen, jetzt habe ich etwas Falsches genommen. Ja. Schau, wie die schnell sind, du. Work in the mountains. Is voilà. Kannst du mal da die Animationen von den Röster anschauen? Da hätte ich doch, ja. Wie hat sie geheißen? Ja! Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, wo man dort wieder einsteigt. Genau. Man würde da sagen, die Pferdeanimationen sind. Schau, so, jetzt hätten wir das da erfüllt. Was haben wir jetzt für Zeit eigentlich? Hobby. Ich will sagen, so viel. Ah, jetzt müssen wir uns. Was, das Einzige, was wir bauen können, ist unsere Headquarters. Stimmt. Wieso auch immer. Das habe ich noch nicht herausgefunden, warum das so gut ist. Aber du kannst jetzt schauen, jetzt können wir da Companies gehen. Jetzt können wir unser Headquarter machen. Wir jetzt, da. Jetzt musst du schauen. Jetzt geht es richtig los. Da. Jetzt. Jetzt. Ja, das geht so nicht, hä? Ah! Ah! Alice Rupert, genau. Der Pferdeblock. Pferde in Games mit Pferden. Schau, jetzt machen wir unsere Headquarters. Wo wollen wir die auch nicht tun? Was ist das für scheiß Headquarter? Das kommt gerade vis-à-vis da. Und zwar so, dass möglichst viele Häuser abgerissen werden, dass wir das da kaputt. Scheiss drauf, ich wollte jetzt den hier hinbauen, der braucht Platz. This enables you to finance the branch line to the sea using existing funds. Ah, jetzt musst du irgendwie was brauchen. Ah, die brauchen etwas. Ah, gut, das weiss ich jetzt. Ist ja gleich. Wir gehen jetzt mal ins Main, wenn ich zeige. It's fine. Das ist fine. Zeig dir jetzt schnell. Jetzt zum lustigen Teil von dem Stream, das haben wir jetzt, da haben wir jetzt alles noch ein bisschen ernst genommen. Das war jetzt noch Arbeit gewesen? Das war jetzt noch Arbeit gewesen. Da habe ich wacky Zürich habe ich gemacht. Ist das nicht so ein, der alte Greis? Wie heisst das? Was? Die Formulierung. Zwei Wörter das Gleiche sagen. Aha! Ah, Gott, wie heisst die blöde Formulierung? Vergiss ich. Pleonasmus? Genau. Oder, nein, ist Pleonasmus? Ich weiß eben nicht. Oder, ja, ja, irgendein ist ein cooler Wörter. Ah, ja, von denen. Ja. Achtung, so, ich zeige, ich gebe dir schnell eine kleine Tour. Ganz lässig. Da ist Zürich, oder? Ja. Da ist Zürich. Siehst du? Da ist der Zürichsee. Dann haben wir da einen Seefeld. Ist das typische Zürich-Sound? Oder? Also, da ist so Smooth Jazz, der da in der Pumpstation läuft. Da haben wir Hönk. So, jetzt gehen wir da ein bisschen raus. Da ist Bülach, schreibt man das mit 2L? Bülach schreibt man das mit 2L? Fragezeichen. Dann haben wir Aglu. Da habe ich nicht richtig gewusst, dass ich das machen soll. Da ganz oben Rand von der Karte ist Schaffhausen. Aber ich habe schon Brücke nicht gebaut. Dass sie nicht ganz ausgeschlossen sind. Da ist Winti, schau jetzt da. Das ist eine kleine Heimat. Grossartig. Uster oder so. Ja, nein, ist klar.
Hinwil, glaub's. Da, schau jetzt, das ist natürlich ein Bischu. Das ist der Seedamm mit der Rapperswil. Da können wir nachher irgendetwas drüber bauen. Cool. Dann da absolut keine Ahnung, was da ist. Geografie, wer kennt da, das? Langsam Richtung Zürich, Richtung Zug und Luzern und so, glaub's. Und da dort, wo die schlechte Raststätte ist, das Eulamt. Und da Birmenstorf, aka Raffitown. Ja. Und dort wohnt das sonst niemand. Da ist die Dicke und so und da ist Wettingen und Baden. Weißt du, weil Wettingen ist auch so gross wie Baden. Ja, ist grösseres Baden. Ja gut, das stimmt. So, stimmt, ja. Eben, wala. Weniger Einwohner aber, oder? So, jetzt würde ich sagen, jetzt bauen wir einfach zuerst mal... Genau. Nein, Baden hat weniger Einwohner als Wettingen. Was, wirklich? Ja. Jetzt bauen wir zuerst mal da... Weil ich würde jetzt vorschlagen, wie das wir jetzt vorgehen, ist, wir bauen jetzt einfach zuerst mal... Ah, wir sind gar nicht. Wir müssen ein neues Game machen. Stimmt. Das ist einfach der Map-Editor. Okay. Also du musst jetzt erst Zürich platt machen und dort ein paar Spots hinstellen. Jetzt kommt mal. Ja, eben, warte jetzt noch. Das ist jetzt eigentlich. Das ist jetzt eben eigentlich meine Idee. Jetzt machen wir das Free Game, Play Map, Wacky Zürich. Das ist. Genau. Jetzt kannst du. No. Kann man das noch bearbeiten? Da? Ja. Ich habe glaube endlos Cash. Ja, logisch. Natürlich. Ja, wie das in der Schweiz so also ist. Ja, logisch. Mit der SBB das auch. Genau, die haben ja unendlich Cash. Das weiss man. Motzen immer, aber nichts ist. So. Ich weiss jetzt nicht genau, was für ein Fahrzeugtyp, ob europäisch oder du kannst alles... So. Jetzt bauen wir zuerst mal. Ich würde sagen, zuerst mal... bauen wir... den HB, oder? Ups. Nein! Nichts ist treu! Nein! Ja, du musst das unten. Gut. Ja, ich brauche doch jetzt einfach Kopfteilplatz für den HB. Ist klar, du musst wegmachen. Ist logisch. Urgesocks. So. Wie baust du ein Städtli? Dann sagst du einfach doch, das mittelgroße Städtli, oder was? Beim Map-Editor. Wie machst du das? Ja, genau. Du kannst Größe vom Ding sagen. So. Willst du schwind, so klein! Also 8 ist 8 das Maximum. Ja, wir sehen es dann. No! Das wollte ich so nicht wählen. Achtung, so. Das ist der HB. Der sieht also classy aus, oder? Finde ich gut. So, der muss jetzt so. Ja, weg mit diesen Scheißhäusern. So. Dort links kann man dann noch einen Google hinpflanzen. Genau. Die macht dann den Rest noch platt. Mal schnell schauen, ob ich da nicht noch mehr kann. Ah, mal, da kann man noch mehr anbauen. Doch sicher. Ist natürlich klar. Sagst du? Ah ja. Haben wir da noch. Das ist mir jetzt. Aha. Perron haben wir jetzt keine mehr. Ja, wer ruft schon Perron? Das ist so ein bisschen ein Halbperron. musst halt ein Stück über die Gleis laufen. Naja, musst das halt macht nichts. Das macht nichts. Ah, da Special Plattform ruf. Da machen wir jetzt aber. Da machen wir. Das hat auch gar kein Konzept mehr. Da machen wir jetzt nur noch. So. Dann, da vorne. Er braucht schon das Konzept. Jetzt weiss ich aber nicht genau. Da müssen wir jetzt natürlich nochmal schnell über die Bücher. Das geht da Richtung Oerlikon und so, oder? Mhm. Das ist da. So. Ja, ich glaube, da fahren wir doppelt, oder? Ja, da muss man schon schauen, oder? Da haben wir schon zwei Gleise machen. Ja, weißt du, vielleicht braucht es halt auch drei. Ich weiß es nicht mehr. Nicht ganz sicher, aber ich glaube, es braucht wirklich vier. Ja, was ist jetzt? Wieso geht's? Da vorne wär's. Ja. Ja. Ah, das kommt schon. So. Ja, das kannst du nehmen. Absoluter Clusterfucker Gleisdaufen! Schau mal das an! Aber so sieht es dort auch aus! Ja, das ist so. Was ist das da? Dort ist einfach. Dort muss der Zug, wenn er genug schnell fährt, so. Dann ist kein Problem. Dann rollt er wieder in die nächste Schiene rein. Da geht alles wieder irgendwie. Ja, aber das ist schon gut. Weil die, ich meine, wir noch irgendwie weg, aber nachher können wir es einfach all zusammen. In ein Gleis rein, eigentlich wieder, oder? Das spielt ja keine Rolle, die Leute wollen ja einfach weg von Zürich. Sie wollen einfach mal weg von Zürich, ja. Einfach mal weg sein und dann spielt es jetzt eine Rolle. Ist egal wo. Ob jetzt du da... Eigentlich...
gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Dein Zug geht und Zug, du musst dann einfach gleich auf den Gleis aussteigen. Ja, das ist dann gleich. Wir brauchen schon einen Bahnhof. Ja. Da kommt das Gleis, macht noch einen kleinen Umweg. Aber und dann auch so einen rechten Winkel. Macht da noch so ein Ding. Das muss so. Ja, das sind einfach die neuen Verkehrsstrecken. Und kommt dann nachher aber da zügig wieder zusammen. Ja, das ist wie so die Anflugsschneisen, oder? Ja, das ist ja, wenn wir da wieder... Ja, wir tun da nur den Lärm ein bisschen verteilen. Das muss so sein. Jetzt ist natürlich wichtig, dass wir da... Damit die Tiere, die den Wald durchqueren, weißt du, einfach so, dass der Lärm jetzt sich so... Jetzt... So, jetzt glaube ich, hat sie... Bis ins Seefeld! So, Seefeld hat jetzt hier am Bahnhof du, verdient. Wieso ist eigentlich Uster nicht am See? Uster ist doch gar nicht am See. Sicher ist Uster Nein, am See. Nein, Uster ist doch nicht am See. Mal, natürlich. So, und weil Seefeld sehr repräsentativ, sehr auf so repräsentativen Shit steht, bekommen die jetzt einfach auch eigentlich nochmal den Zürich HB. Aber einfach nicht als Sackbahnhof. Aber nicht nur für ein Gleis, nur da wenig. Aber der grösste. So. Da. Da. No? Ja, ich wohne im Seefeld. Wir haben einen Repräsentativ. Ja. No? Ich habe mein eigenes Gleis zum Warten. Ich habe einen. Da gibt es auch einen repräsentativen Bahnhof, ne? Ja, der Bahnsteig ist. So und so. So, da gibt es jetzt natürlich einer. Das wird. Wieso geht das nicht? So. Achtung. No. So. Und das tun wir. Weil natürlich das jetzt, sage ich jetzt mal, für den Seefelder ist das. Ah, das ist Industrie, ne? Das können wir nicht brauchen. Und wir sind immer noch im Editor. Ja gut, das ist ja gleich. Macht er nichts. Der beste Städteplaner aller Zeiten. Ja. Sehe ich da. Von da gehen wir jetzt natürlich auch. Ja. Weißt du vielleicht, wenn die auf der anderen Seite von der Straße haben? Eben nicht. Also, ich meine, das würde mich so anschließen. Ja, wirklich. Also, das ist nicht easy. Das ist echt. Die brauchen schon einen Bahnhof. Da brauchen sie mehr Bahnhof. So. Aber du könntest ihn einfach mit einem Bus verbinden, sodass die einen vom Bahnhof mal am Gleis stehen können, aber sie mit dem Bus zum anderen Bahnhof gehen. Und einfach einen Bahnhof, gar nicht mal in die. Das ist gut, das läuft. So. Sind wir da auf dem richtigen? Ist das richtige Gleis? Ja, das ist da. Es ist auch ein Socken, der verdammt, weil es ist natürlich da. Ist das richtig? Oh nein, das sind ja gar nicht das richtige Gleis. Der muss da noch verbunden werden. So. Ich kann eigentlich wählen, dass er auf das Gleis geht. Ist jetzt gleich. So, das ist jetzt so. Das ist, so. Das ist jetzt gut. Und dann muss natürlich da. Aber da musst du, wenn du jetzt da ankommst und auf Inti willst, dann musst du natürlich das ganz wechseln. Da aufs äußerste Gleis rüber. Weil das wäre ja sonst zu einfach. So, musst natürlich das Gleis wechseln. Dann... So, aber das komische Oster, wo irgendwie eigentlich ein Friedrich hat hier so. Ja, da fährst du einfach... Da spielt der Farmer eh vorbei. Da fahren wir eh einfach vorbei. Das macht nichts, die können wir nachher schliessen. Korrekt. Und dann kommt da... Tracks, aber was sind denn das für verschiedene Tracks? Ich weiß das aber gar nicht. Highspeed. Ah! Nein, das ist so schnell muss es nicht. So. Halt dich mal weg. So. Und für Winti gibt es jetzt. Du musst nicht die Schützen wissen. Ja. Schütze! Für Winti gibt es jetzt aber einfach. Man will da ja nicht so grosse Hosen machen, sondern da gibt es jetzt einfach ganz einen bescheidenen. Eingleisigen Bahnhof. Einfach. Es soll einfach ein bisschen unser Bahnhof sein. Das ist doch so, oder? Für Bahnhof. Schau mal, Ziegelsteine. Für Kind vom Bahnhof zu holen. Und dann. Machen wir dann an die Zweierstrasse. Die geht jetzt aber. Aussen rum, weil wir ja einfach noch. Die ein bisschen, geht noch ein bisschen aussen rum. Weil natürlich die Leute wollen natürlich. Auch noch ein bisschen Sightseeing, ja, oder? Und das ist natürlich auch. Das sind eben so die Panoramastrassen, ja. Oder? Serpentinen. Genau. Der geht er wieder zurück, aber das ist nur zum. Das ist einfach im Fall, dass zum Verwirren. Zum Verwirren. Das sind eben die, die nicht einheimisch sind. Die fahren dann eben dort durch. Das ist eben richtig. Da wäre er eigentlich ganz nah bei der Stadt. Geht dann da nochmal schnell ausholen. So.
und fahre dann da noch mal eine Runde. Das ist klassische Entschleunigung, oder? Das ist, es soll ja auch, es soll ja auch ein Naherholungsgebiet sein. Ja, ja, genau. So, und da geht jetzt aber... Geht das nicht? Da kann ich das nicht machen, also. Da kann ich da Brücke machen. So, da geht... da geht es jetzt ein bisschen hoch. Und dann aber mit einem Unterbruch, dass die Schanze oder auf der anderen Seite kann er wieder ansetzen. So. Also es sieht schon sehr... Aber wieso geht es das nicht? Es sieht aber auch fast auch aus in die hohen Bahnhof-Überbauung, ja. Umbauung, was sie gemacht haben. Oder? Ja, also, ich erkenne das schon wieder. Also. Too much slow. Was? Too much? Geniet too much? Das wäre auch lustig. Einfach wieder zurück an den Anfang. Bridge Pillar Collision. Das ist zur Sicherheit einfach mal ganz raus. Scheiße, es geht nicht! Es passt ja auch, die wollen Brot und Bachstein, oder? Für die ganze. Hä? Was soll das? Sehen, das ist wirklich geil, ne? Mhm. Also, so, ja, ja. Kupferdeckel! Ja, siehst du, das ist eben, das ist nicht ganz einfach. Das ist eben nicht ganz ohne, oder? Einfach da wieder zurück. Find ich auch. Nein, wieso geht das nicht? Du machst Slope! Fuck, oh mio, du. Ist ja gleich. Jetzt, das ist ja gleich. Wir sollen jetzt mal zufrieden sein mit dieser Strasse. Und dann kommt dann der Rest. Der da kommt ist, dann schon. Da ist das, kein Bridge, so. Das kommt dann schon. Der Rest kommt dann so. Schon. Und dann geht es dann am beschissenen Bahnübergang. Und dann kommt man dann da. Also das heisst. Dort draußen kann man sonst noch den zweiten Bahnhof irgendwie die Höhe machen und so. So, jetzt ist mal wichtig ist natürlich, dass wir da gute Busverbindung haben. Okay. Jetzt machen wir das Busdepot. Also gut, das spielt jetzt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Aber wir machen eine neue Buslinie. Mhm. Warte jetzt schon. Da. Das sind jetzt all die von da und die von da. Und dann müssen wir natürlich einen Bahnhof noch. Eine Busstation. Das ist wirklich so in diesem Game, das sind so die, all die Bewohner, die sind so die besten Bahnanschlüsse ever. Ja. Sie singen 100 Leute, dann singen 17 Bahnhöfe, ja. Und... grossartig. Achtung, schau, jetzt kommt die Linie da. Jetzt holt die zuerst da Leute, bringt sie dann am Bahnhof. Mhm. Was? Upper Winterthur, kennt man, ja. Ist das der obere Graben? Nein, das ist kein Problem. Danke. Was? Gehört noch Connect All Stations? Du fahrst da durch, stop, dann da drüben. Stopping all stations. Findet ihr das nicht? Was ist jetzt falsch mit dem? Ist egal, soll er halt dort im Kreis fahren, ist ja geil. Wieso geht das jetzt nicht? Ich glaube, das Pathfinding haben wir jetzt verwirrt mit unserer... Verstehe gar nicht wieso, ist doch völlig klar. Ist doch völlig die würden dich nur dort durch, die dreimal den Kreis machen, dann einen zurück und abbiegen und dann sind sie dran am Bahnhof. Das ist das Problem ich nicht. Ich check's auch nicht, das ist die einfachste Wegbeschreibung ever. Vielleicht geht's da, neue Linie. Also irgendwie der ist nicht mit dem verbunden dort, he? Aber der ist doch verbunden. Das geht doch! Checkst du Limit? Ja, jetzt geht's. So. Was ist jetzt das? Ach genau, mit diesen Buschauffeuren muss man langsam einfach nachdoppeln. Nein, hat wieder ein Problem. Aber da... Eins, zwei, drei. Ja, dann. Dann gibt's auch kein Bus. Dann ist jetzt halt. Was ist jetzt das? Das geht wieder nicht. Ja, dann fickt euch! Jetzt habe ich euch einen Sonnenschein! Dann gibt es halt keinen Bus. Dann gibt es jetzt halt einfach keinen Bus. Dann kann jetzt halt einfach keinen... Ja gut, wir machen noch schnell eine Abkürzung für die, die vielleicht... Oh, jetzt hier noch einen Flughafen. Ja, da kommt sicher. Wir machen natürlich noch einen Flughafen. Hast du denn rausgeführt? Du kannst jetzt noch Winter einfach mal den See machen, was wir so lange wollen. Da kommt jetzt da einfach... Das wäre die einfache Lösung. Aber man kann natürlich, wenn man das will, auch einfach die lange nehmen. Ja, dann machen wir die... Jetzt sollte es aber eigentlich gehen, oder? So.
Du könntest jetzt einfach so eine sechsspurige Autobahn auf Zürich ziehen, Zürich plätten und einfach den Parkplatz bauen, wo sie immer gewesen sind. Und dann hat Winti auch einen Seezugang. Das stimmt. So. Vielleicht noch für die, die das Geld haben, noch einen kleinen Flughafen. Ja. Weißt du, dass sie von Winti nach Zürich fliegen können? Ja, absolut. Also muss ich schon. Kaufen wir uns auf dem Bus. Der Mats. Esitaro. Der Total Output. Volvo 5000. Ja, ist ein Klassiker. Von 1997. Berghof, du willst. Ja, komm, wir kaufen. Der Volvo, das sind sicher die aus bei uns auch gehört. Und schau, das sind ja so viele Leute. Hat er jetzt auch gesagt, oder? Muss schon schauen, oder? Nein, ja, das ist das Maximum, wir können sind 100. Die gehen auf diese Linie. Wobei, wer so, sagt nicht, dass man nochmal 100 kaufen kann? Ich meine. Ja, das ist gut, ich meine... Vielleicht gehen da 999. Ich meine, wenn es dir wie mir geht, ich meine, es schießt immer an, wenn man den Bus muss teilen mit anderen Personen. Oh, oder? Yeah. Oh, yeah. So hat jetzt einfach jeder seinen eigenen Bus. Ich glaube, du hast wieder die Uhr Kutschen rumgeschickt. Nein, oder? Ich weiss es nicht. Ja, ich glaube, wir kaufen nochmal. Einfach zur Sicherheit. Ich bin ganz sicher, ob es wirklich... Ja, weißt du nicht, ob es langt, oder? Weiss wirklich nicht, ob es langt. So. Was man den Leuten ja wirklich nicht zumuten kann, ist schon verstehen. Die da rausfahren. Oh, oh. So anders der Lag. Zoom mal alle. Oi. Ah! Wollen wir aus Versehen Kutschen gekauft? Hast du gesagt? Also. Gut. Wir haben 100 Kutschen. Ja! Es hat mehr Kutschen als... 100 Kutschen! Das ist geil. Schaut mal das an. Grossartig. Achtung. Die Leute sind so zufrieden. Winti wird verstopft. 100 Kutschen, aber auch noch. Dann kommen die Volvo-Bus. Das ist eine Sorge. Shit, ich kann es versichern. Fahrt nicht einfach ein bisschen kreisen. Schau mal, fahrt einfach ein bisschen vor. Ja, das ist und wir schauen, irgendwann ist es verbunden. Die wird einfach strahlen. Ja, schau jetzt. Das wird grossartig. Ja, da kommt niemand mehr raus. Ja, da müssen wir. Das Ziel ist wirklich, dass die einfach alle stehen. Ja, und du kannst eigentlich. Du musst einfach vom einen Bus in den anderen einsteigen. Dann machen wir eine kurze Umfahrung. Wo aber. Achtspurig ist. Natürlich nicht einfach so ist. Aha, das geht wegen dem nicht. Ja, das ist jetzt gut. Ja, ich könnte es einfach. Wenn sie mal in andere Wege sehen wollen. Hey, was machen die für einen komischen Weg? Stell dir vor! Dritte Tour im Verkehrsbetrieb und eines Tages. Die sind immer noch nicht alle rausgefahren. Ja, sind alle nicht alle rausgefahren. Ihr wollt ÖV, da haben wir ÖV. Da, so, wir schauen nachher nicht mehr. Weckst du, wenn die Leute den Motzen, dass zu wenig Bus fahren, dann ja, stellst wirklich, du einfach 100 Kutschen an. Also ich glaube, da müssen wir jetzt, also was wir da sicher rennen müssen, machen, ist ein Flixbus-Bahnhof. Und zwar, Schiff, machen wir Schiff. Ah, Schiff, ja, ich hätte natürlich noch als erstes Ding machen wollen. Ja, ich hätte natürlich noch den Hafen machen. Passenger Harbor. Das ist Bürkliplatz da, hä? So. Wir machen jetzt eine neue Schiffsverbindung von Zürich nach Baden. Ja, der weiss nicht, ob es funktioniert. So, aber was ich weiss, dass ja, der scheiß Fluss, den macht, dann zieht man einfach in die Breite, dann gerade puddelt man nachher tief, das ist kein Problem. Machen wir da nochmal ganz schnell. Weißt du? Ja, muss ja lange, oder? Ich meine, für den ganzen Schiffsverkehr, oder? Eigentlich ist das nur für die Weinschiffe, oder? Ja, das ist. Genau! Expo Wien. Das ist jetzt der Fixplatz für. Ja, die Expo Wien findet jetzt. Also immer statt. Neuem, einfach. Das ist das neue Kongresszentrum, mein Gott, von Zürich da. Das ganze Jahr wird es jetzt einfach auch nicht geben. So. Und da du die überall gebaut hast, hat es jetzt dort einfach U-Boots, die irgendwie da unten durchfahren müssen. Ich geh das an! Achtung! Achtung! So. Es ist eigentlich, also man muss gar nicht mehr Schiff fahren, sondern man kann einfach alles laufen, den ganzen See. Den ganzen See entlang. Und man dann einfach. So. So. Und du kannst dann eigentlich quasi. Du musst. So. So. Ja, jetzt ist vorbei. Das ist Max. So. Da innen ist noch Seebad Engi. Das ist einfach der grösste Frachthafen der Welt.
Nur für Passagiere. Und da unten gibt es jetzt natürlich auch noch einen Hafen, da müssen wir jetzt natürlich da noch schnell. Dort aber einen. Das ist einfach einer. Einfach 20 Schiffe, die dort noch anlegen. Ja, also 20, ich glaube, das ist ein bisschen wenig. Wir da schnell einen Stock bauen. Shipyard. Nachher müssen wir noch mal schnell 20 schauen, was mit unseren Füßen los ist. Ist das ein Shipyard? Use by sell ship. Ist der so? Muss man den so machen? Auch nicht. So. Also, dann machen wir jetzt mal schnell eine Linie. Eine neue Linie. Und zwar verbindet ihr das da mit dem Zürich Exchange. Der kommt gar nicht an! Ja, fuck, oh mio, du, ja, der muss auf ein anderes Ding. Aha. Was, weil der da hinten ist? Ja, das ist einfach da hinten, ja. Das ist einfach das Freibad dort. Ja, das ist jetzt eben... Aha, ja, das haben wir... Achtung, jetzt müssen wir da schnell abbrechen. Dann müssen wir da schnell abbrechen. Du musst einen Durchgang machen. Ja, ja, den machen wir natürlich nicht einfach so. Sondern da wird natürlich... Das ist wie Tetris. Ja. Umgekehrt. Ganz lässig. Das. Da hat es einfach noch... Ja, das soll auch ein bisschen... Das soll auch ein bisschen Herausforderung sein. Ja, ich meine, bei uns im Hafen... Nicht jeder Captain. Da kann nicht jeder Captain einfach hineinfahren. So, jetzt ist, glaube ich, die Linie gut, oder? Ja, die stimmt. Perfekt. So, jetzt müssen wir natürlich hier auch noch ein paar Boote haben. Jetzt kann man natürlich hier einfach irgendwo auf so eine Fähre. Also, es muss natürlich eine Person sein, oder? Das ist Person, nur Passenger. Also, Trigi! Ja, natürlich, hat Schaffhausen da ist das Schiff natürlich auch, das ist klar gewesen. Zürich, siehst du, da 100. So! Also. Also, Stapellassung. Los. Schneller! Autosave, ja, würde ich auch machen an deiner Stelle. So! Ah, voilà. Lässig. Du, wie lange haben die warten? Da klippt ein Schiff nach dem anderen. Ich kann auch Zeit raus. Nein, die weigert sich schon, dem ist das zu tun. Ah, hinten kommt der Scheiss, Chef. Das ist ein ganz Schiffmonster. Gut, wollen wir mal schauen, was da oben eigentlich... Zeig mal die Büsse. Oh nein, schau mal. Ah, das sind nicht die Kutscher. Das sind noch nicht Kutscher. Wo sind denn unsere Volvo-Büsse? Aber dann musst du noch Büsse kaufen. Die müssten ja irgendwann mal cool sein. Ah, da sind's. Wo sind's? Da! Oh ja, da kommen's. Ich kann gar nicht mehr raus! Kommt niemand mehr raus! Ja, das Verkehrssystem ist tot! Jetzt ist es lahmgelegt! Oh. So, wo ist die Autobahn? Was ist das Autobahn? Buildings? Streets, da kannst du irgendwie kannst eben noch Zeichen machen. Weiß aber nicht mehr wo. Einfach noch ein Rampen drin, oh. Löst das schon. Ja, yeah, da muss ich Kreis lassen. Da muss man noch begrünen, das Moment. Ganze. Nein, da muss man... Da helfen nur Kreisel, und zwar gerade mehrere aneinander. Ja, nicht so, dann können sie dort dann einfach so ein bisschen ausfahren. Also etwas möchte ich da noch bauen, irgendwo. Aha, die muss man jetzt natürlich noch mit Strassen verbinden. Bringt jetzt das? Verbinden eigentlich Kreisel mit dem anderen. Da müssen sie 17 Kreisel fahren. Das schießt mich jetzt gerade ein bisschen an, dass wir keine Eisel jetzt entdeckt haben. Das macht mich jetzt gerade ein bisschen hässig. Die Leute in purer Wahnsinn getrieben. Oh nein, jetzt haben wir schon 57. Nein, ich will doch jetzt noch... Also. Sag mal deine Uhren Armada, deine Flotte da. Schau mal, die Griffe der ja! Kommt, ja! Achtung! Ein Dampfer nach dem anderen! Welcher ist echt zu uns? Schau, sie fahren schon ein! Die Regionaltouristen aus Rappi kommen auf Zürich durch! Einer nach dem anderen! Einer nach dem anderen! Schau mal das an! Expo Vino Primavera! Achtung, ich mache noch schnell das Kreiselparadies und dann... Oh, wir haben noch gar nicht... Wir müssen noch einen Zug starten. Da. Warte, wir haben noch nicht mal einen Zug gestartet. Wieso haben wir das... Wieso habe ich überhaupt noch von diesem Ding gezeigt? Von dieser Hure... Also... Der Geistort ist einfach Oster dort oben. Auch in Wien! So. Grossartig. Machen wir da noch. Da machen wir aber... Ein Highspeed-Track hat es, und zwar vom Depot auf die normale... Ah, das ist ja gar nicht... Oh, fuck. Nein, noch. Macht jetzt nicht, Alter. Ah, das ist noch. Also, wenn der aufs...
Das ist der, der nach Winti geht. He? Selbstverständlich. So. Oder einmal eine Linie. Frachtzug. Eine Linie. Die geht da von da. Geht die da an. Und was ist für ein Zug? Zwei Vehikel. Schau jetzt mal das an. Schau mal, was du hast. Da hast du natürlich. Da hast du natürlich den ICE, da hast du natürlich den TGV, da hast du... So, da kaufen wir jetzt so eine Kombi da. Stimmt, da nehmen wir gar nicht. Wie alt ist das ich? Leck mal an, sie haben schon 88 Jahre angefangen, das ich. Ja. Crazy. Ja, da kaufen wir jetzt wirklich mal noch einen, weil es bringt gar nichts mehr zu machen, weil die können wir gar nicht... So. Und dann kaufen wir da von da... Ja, das ist jetzt ein Scheiß mit dem Depot. Dann haben wir schnell alles, was bei den Bussen aber läuft. Oh, jeez. So. Was sind die Züge? Ja, die kommen jetzt doch, warte. Züge! Wir noch mehr. Spur 0. So. Und jetzt machen wir. Aber das sollte jetzt wahrscheinlich eben eigentlich gehen. Die Zürichsee wird verlassen. Zürichsee! Ah, Zürichsee ist von Schifffahrtsgesellschaft. Das ist geil, wenn du bei der Seedurchquerung kannst du von Schiff zu Schiff springen. So, jetzt würde ich hier noch schnell nochmal eine Linie machen. Aber da für Seefelder, das sind das ein bisschen Nostalgie-freak. So, hey, ist auch eine Industrie geworden. Mm-hmm. Da, nach da. Nach da, oder? Ja, das geht. Seefeld Annex. Ja, klar. Gut. Was kaufen wir jetzt da für... Das ist ja so ein bisschen da, komm, jetzt kaufen wir das so ein bisschen. Kann man echt? Oh! Das ist ja ganz gut! So, die haben gerne Kombios ICE und Churchill Blitz. Haben die eben echt gerne. Plus noch ein bisschen TGV. Und nach hinten durch nach dem Ding. Geht das? Das geht! Die Organisation. Das ist ein Monster! Der ist jetzt auch wieder etwa so lang, also die ganze Zeit. Achtung, er kommt! Achtung, er kommt! Eigentlich müsst ihr schon. Der kann kaum ausfahren bis auf Zürich. Schau mal das an. Oh, das wäre geil gewesen, wenn er so lang gewesen wäre, also gar nicht ganz rauskommt. Gar nicht ganz rauskommt. Ganz ein IC da noch. Achtung! Und jetzt kommt der TGV! Vorne ist er schon fast in Zürich angekommen. Achtung, es kommt noch. Es kommt noch ganz rassig hin, kommt noch ein S-Bahn. So. Ja, wir sollen jetzt sagen, dass nicht alle Bedürfnisse berücksichtigt werden. Ja, eben, da hast du den Nostalgie-Freund. Genau, da hast du heute für die Schnelle. Mit der, eben so ein Schinkanten hätte jetzt noch gefehlt. Oh, ja, grossartig. Da wäre ich einsteigen, wenn auf der Brücke einsteigen. Die Enten sind mit einem Bein noch irgendwie Hörlichen. Oh, Jesus. Ah, grossartig. Da, jetzt da. So! Jetzt! Die hinten, die warten jetzt halt einfach noch. Die müssen einfach dann, wenn er vorbeifährt, rausspringen. Ah ja, der kommt da ja gar nicht mehr weiter. Das habe ich gar nicht berücksichtigt. Ja, das stimmt. Das muss ja auch lange. Ja, da müssen wir jetzt nochmal schnell eine kurze Verbindung machen. Ups. Weißt du, mit der auch. Also, ja, man will ja auch etwas sehen von der Landschaft, oder? Ja, ich finde es eigentlich fast besser, wenn er eben von da hinten einfährt. Mhm, genau. Weil... Oh, fast too much slope. Slopestyle. Slopestyle. Was soll das? Ah, so. Ja, der fährt. Der will schon nur aufs Seefeld. Ja, das ist kein Problem. Das ist halt jetzt wieder so die Anfahrtschneisen, oder? Das muss man manchmal muss man einfach auch mit der gegebenen Landschaft... Ja, das muss man schaffen. Muss man schaffen. So. So. Wunderbar. Jetzt kann er auch. Jetzt hat er freie Fahrt. Da geht's, Achtung. Dann fahrt man ganz zuerst. Fahren wir da mal die Runde und seht da schon das wunderbare Pittoreske. Okay, schau jetzt nicht, dann ist noch. Da ist unsere. Ah, oh, nein, das ist die richtige Verbindung. Ah, schade, ich dachte, du siehst dich gleich nochmal. So. Oh, ganz du siehst dich selber nochmal, ja, das stimmt. Achtung, da oben. Schau jetzt wieder. Lecker! Hey, du. Dann muss man da. Ja, da kann man auch das schöne Zürich-Oberland bewundern. Die ganze Kurve da machen. Da. Ja, das ist also, ich finde das schon. Ach, schau dort hinten! Der ist wie? Wir sind noch nicht gemacht. Da, jetzt haben wir den ganzen Zug noch. Das ist ein bisschen von Wassen. Ja, ich sehe das. So.
Für jeden haben wir etwas gemacht. So, und jetzt kommt man langsam, das ist SRF-Hauptgebäude, ja. Kommt man da im Fall auf Seefeld an. Wunderbar, was es gar nicht gibt. Sensationell. Ganz lässig sein. Und jetzt fahrt ihr wieder zurück. So! Ja? Ah, leck, ich könnte das irgendwie 3000 Jahre lang streamen, aber nur Scheiß machen. Wir geben nochmal schnell eine kurze Übersicht. Also, das ist Zürich See Seefahrt. Das ist eine Invasion von der Rappenswiler. Zum Erlegen gekommen ist. Da haben wir den Busbetrieb, der sich langsam Es fahren immer noch welche raus! Immer noch Bus raus! Das ist grossartig. So. Aber also das Bussystem in Winti funktioniert. Ich finde das auch. Das und haben wir, dann haben wir da noch eine Südzug-Umfahrung West. Genau. Der Panoramazug mit guter Mischung aus TGV und... Wo eigentlich nur die Station mit der Churchill. Station verbinden aber über die Umweg geht. Es geht auch ums Erlebnis, Simon. Das sind ja so unsere Streams, oder? Die schaut man auch, weil es ein Erlebnis sind. Also. Gut. In dem Fall bist du... Transport Fever gsi. Zwei, ja. Geht es auf Steam? Auf Steam und auf... und bei uns im Shop im Fall, ja. Ich habe es verlinkt, ja. Bei uns im Shop. Ganz lässig. Also. Dann danke fürs Zuschauen. Nächste Woche wissen wir noch nicht. Eventuell ein Simulator. Ja, Eventuell einen mit Ski und eventuell einen mit Mechs. Je nachdem, welchen gut wir bekommen. Also, danke fürs Zuschauen. Ciao zusammen. Wie lange das noch läuft? Vielleicht sind sie das noch, vielleicht nicht.